Die Bild-in-Bild-Effekte vom Blackmagic Mini Extreme. Der Daniel aus Kaufbeuren hat das Video von uns gesehen, wo wir die Super Source gezeigt haben, und da haben wir die Bild-in-Bild-Effekte vom Mini Extreme nur angedeutet. Wer sie schon kennt, der weiß, wie das funktioniert, aber wer sie nicht kennt, deshalb da hat er uns gefragt, was ist da eigentlich alles möglich, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen dazu ein ganz kleines Video, das ist auch jetzt nicht so lang, weil da gibt es gar nicht so viel zu erklären, aber wir gucken uns einfach das Ganze mal an, was sind die Bild-in-Bild-Effekte. Und ich nehme mal ganz einfach diese Kamera und versuche mal, ob das so geht. Das ist jetzt so spontan, das geht sogar einigermaßen. Ich lege das mal hier drauf und jetzt müsstest du es, Tim Nick, sehen. Das heißt, wir haben hier, das kennen wir aus, dieses Panel kennen wir so aus dem Blackmagic Mini X Mini Pro. Das heißt, ich habe hier Bild-in-Bild-Effekte. Ups, jetzt habe ich den hier oben eingestellt. Das heißt, ich habe hier oben einmal die Möglichkeit, das so zu machen. Dann kann ich das hier machen und hier und hier. Und das heißt, ich kann die Ecken, das kann ich beim ETIM Mini Pro schon hinlegen und kann das Ganze schon so machen. Dann gibt es noch die neuen Bild-in-Bild-Effekte, die es beim ETIM Mini Extreme gibt. Das ist ein großes Bild. Das sieht dann, wenn man es anmacht, so aus. Das heißt, man ist groß zu sehen und der Hintergrund ein bisschen kleiner. Oder ich habe noch die Möglichkeit, zwei Kameras reinzumachen. Und jetzt gibt es noch ein einziges kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Und das Problem ist immer, das Bild, was ihr hier hell seht, ist immer Kamera 1. Das heißt, ihr könnt das während der Veranstaltung nicht umstellen. Das heißt, ihr müsst überlegen vor der Veranstaltung, welches Bild soll auf Kamera, soll klein gezeigt werden. Und da macht es natürlich Sinn, in der Regel den Redner, also diese Kamera, die wir jetzt haben, den Redner groß zu zeigen und dass man auch was anderes, zum Beispiel eine Präsentation, und das zeige ich jetzt euch mal in der Anwendung. Wir haben auf der Kamera 3 die Präsentation, die sieht dann so aus, die ist jetzt noch nicht auf Bildschirmmodus, und dann habe ich den Redner und dann kann ich reden. Der Nachteil ist, diese Felder sind fest definiert. Ich habe oben rechts, oben links. Ich habe unten links, unten rechts, und ich habe, wie gesagt, im Extreme noch diese beiden Effekte, die es neu gibt. Bei diesem Effekt kann man natürlich nicht präsentieren, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber man könnte zum Beispiel auf den zweiten eine Präsentation machen, da brauche ich aber ganz schön große Schriften. Das heißt, das ist wichtig, wenn ihr die serienmäßigen Bild-in-Bild-Effekte nehmen wollt und nicht die Supersource nehmen wollt, ihr müsst euch überlegen, was schließe ich an welcher Kamera an. Und wichtig ist, dass ist immer Kamera 1, auch das ist Kamera 1, und hier haben wir immer automatisch serienmäßig, während die Mandy gerade durchs Bild gelaufen ist, Kamera 1 und Kamera 2, und dann könnt ihr den Hintergrund wählen, da habe ich jetzt nichts drauf, und das ist noch so ein bisschen der Punkt, also das heißt, das funktioniert in dem Fall nur so, dass ihr da immer, wie soll ich sagen, immer die Kamera 1 und Kamera 2 halt habt. Und wenn ihr umschaltet, seht ihr auch, geht das Ganze immer raus und ich muss es immer wieder neu aktivieren. Das macht also in der Regel nur Sinn. Ich schalte es jetzt so um und schalte es wieder auf die Präsentation und mache es wieder an. Das macht in der Regel nur Sinn, wenn ihr Präsentationen habt, und das ist einen längeren Zeitpunkt so, dass es so sein soll. Ansonsten ist es manchmal ein bisschen blöd, dann ist es besser, mit der Supersource zu arbeiten, die ich euch in einem anderen Video schon vorgestellt habe. Das war es ganz, ganz kurz zu diesem Thema, wie nutze ich die Bild-in-Bild-Effekte serienmäßig. Wie gesagt, in abgespeckter Weise gelten die auch für den Blackmagic Mini Pro und für den Blackmagic Mini. Aber für den Blackmagic Mini Extreme geht es genauso. Gut, das war's von der Seite. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und vielen Dank, dass euch das interessiert, das Thema. Wenn ihr andere Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir versuchen sie zu beantworten. Und wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, genauso reinschreiben. Wir bekommen von Blackmagic nichts dafür. Wir machen das einfach wirklich als Hobby, weil wir uns eigentlich mit YouTube-Werbung beschäftigen. Und im Zuge dessen machen wir regelmäßig auch mal Live-Übertragungen. Und wir haben auch andere Bildmischer, aber wir finden zurzeit den Blackmagic Mini Extreme als ein schönes Gerät, zumindest in 50, 60, 70, 80% der Anwendungen. Das könnt ihr euch selber raussuchen, welche Zahl die beste ist für euch. Also, es ist schon sehr, sehr praktisch, und ich will auch demnächst nochmal ein Video machen über die Ausgänge, wie man sie belegen kann, weil damit kann ich echt auf Veranstaltungen einiges spielen. Also einfach mal demnächst wieder reingucken in den Kanal. Vielen Dank. Bis dann.